und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr in 5 bis 10 Minuten sehr, sehr nice Rush Clips macht. Aber dazu mehr nach dem Intro. So, Ziel ist es ja beim Erspielen der Clips, dass wir möglichst gute Hits bekommen. Deswegen laden wir uns zuerst den Badline Client runter. Einfach auf die Seite gehen, downloaden und installieren, solltet ihr dann noch hinkriegen. Wenn ihr richtig schlecht seid, könnt ihr euch auch Sativa runterladen, aber ja, sowas unterstützen wir nicht. Als nächstes, damit wir auch wenig Knockback bekommen, suchen wir nach Speed Auto Clicker. Den ladet ihr einfach auch runter und installiert den. Ich will noch anmerken, wir unterstützen weder Hackclients noch Autoclicker. Ich werde auch später keinen Autoclicker und keinen Hackclient im Video benutzen. Ich werde mit Badline Client spielen und meine elektrische Zahnbürste nutzen, weil mit der schaffe ich legit 60 bis 70 Klicks. Das sollte auf jeden Fall ausreichen. Als nächstes gehen wir auf YouTube. Wir brauchen ja auch ein Programm, mit dem wir das Ganze dann schneiden, und dann geben wir Vegas Pro Crack ein. Da seht ihr ein paar schön legale Videos, runterladen und installieren, gibt es wie gesagt genug Videos. Als nächstes brauchen wir noch ein Plugin, und zwar das Sapphire FX Plugin. Gibt es auch genug Videos, auch wieder legal installieren und runterladen. Zuletzt brauchen wir noch die Transitions, die jeder benutzt, die überall gleich aussehen. Da geben wir einfach ein Sony Vegas Pro Transitions Pack. Da gibt es auch tausende, die ladet ihr euch einfach runter und da könnt ihr auch sehen, wie die installiert werden da in manchen Videos. Genau. Wenn ihr die Schritte alle gemacht habt, sehen wir uns im nächsten Schritt. Fertig mit allem seid und alles installiert habt, zeige ich euch zuerst noch meine Clicker Settings. Ich werde wirklich nicht mit Clicker spielen später, aber ich zeige die euch mal. Hier seht ihr schon meine Clicker-Settings für Linksklick, 1256 Klicks, da bekommt ihr echt sehr, sehr wenig Knockback. Und der Clickrad ist sehr wichtig, der muss heißen 2,81469, das ist sehr wichtig. Und wir brauchen ja auch noch Rechtsklick, damit wir 20er Block MLGs machen können. Da macht ihr dann 21.000 Klicks beim Clickrad von 1,23456789. Genau. Wenn ihr die Settings kopiert habt, können wir zum nächsten Schritt kommen. Sobald ihr euren Minecraft Launcher bzw. BRC Client geöffnet habt, müsst ihr euch natürlich einen Server suchen, auf dem ihr die Clips erspielen wollt. Da gibt es einmal Gomme, da gehen wir natürlich nicht drauf, sondern mein Favorite Server für Rush Clips und generell für CWBW Training etc. ist Spieloase. Und da gehen wir jetzt auch gleich mal drauf. So, jetzt wo wir auf dem Server angekommen sind, werden wir erstmal verschiedene Spielmodi spielen. Ich werde jetzt zuerst ein bisschen MLG Rush spielen für Block MLGs und ja, wenig Knockback Clips. Bisschen CW-Training für ein paar nice Combos und dann wenig Bilderverfahren. Da werde ich euch jetzt einfach kurz ein paar nice Clips reinschneiden. Und ja genau, wir sehen uns dann später wieder. Jeden Tag sind die Drogen in meinem Kreislauf. Ich sag mir, geht's gut, wenn ich gedanklich in einem Kreislauf. Leute, die mich sehen, denken, ich habe den Scheiß drauf. Ich mach immer weiter, ich will ein Leben in Eisdaut. Jeden Tag sind die Drogen in meinem Kreislauf. Ich sag mir, geht's gut, wenn ich gedanklich in einem Kreislauf. Leute, die mich sehen, denken, ich habe den Scheiß drauf. Ich mach immer weiter, ich will ein Leben in Eisdaut. Nicht mehr der Hassel für Kleinkauf, sie warte doch, ich hab ihn gleich auf. Gefühle, sie blieben am Gleisdau. Nein, Mann, ich bin nicht mehr gleich auf. Sag mir nicht, es tat dir wieder mal weh. Aber dass ich noch lebe, heißt ja nicht, dass ich gehe. Dass du in deiner Zukunft unser Ende siehst, gib mir das Gefühl, du bist mein Enemy. So, und zu guter Letzt, wenn ihr all eure Clips aufgenommen habt, zieht ihr die einfach hier in Vegas Pro rein und fangt an zu editieren. Wenn ihr nicht wisst, wie man gut editiert, es gibt da viele Tutorials auf YouTube. Und wenn ihr wissen wollt,
wie ich editiere, wie ich meine Montagen bzw. Rush-Clips editiere, lasst gern ein Like da. Bei 50 Likes werde ich dazu ein Tutorial machen. Zum Schluss will ich jetzt noch sagen, warum ich so ein Video gemacht habe. Ich habe ein kleines Problem mit Rush-Clips, weil ich finde, die sehen ziemlich alle gleich aus und ist halt einfach langweilig meiner Meinung nach, und ich wollte einfach mal zeigen mit dem Video, wie easy es eigentlich ist, Rush-Clips nachzumachen. Und ja, noch eine kleine Message vielleicht an die ganzen kleineren YouTuber, die auch Rush-Clips machen. So, macht euer eigenes Ding und orientiert euch nicht immer an Leuten wie WPEX, die ihren eigenen Style fahren, sondern versucht einen eigenen Style zu kreieren. Und ja, genau. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's unterhalten und gefallen. Macht's gut. Ciao. Alright, wenn ich dir das schreib, dass ich dich lieb, ist die Bindung zu